Mutig und frei ins neue Jahr. Das ist unser Thema in der Live-Netzerei zum Jahresanfang. Herzlich willkommen hier bei dem heutigen Gespräch, das ich habe mit der Susanna Erne. Und mit dem Gespräch knüpfen wir auch ein bisschen an beim Praise Camp. Mutig und frei Jesus nachfolgen ist ja dort das Camp-Motto gewesen in der Altjahreswoche, an dem ersten digitalen Praise Camp. Und heute werde ich mit der Susanna Erne, unserer Live-Net-Beraterin, für so viele Fragen mittlerweile gerne ein bisschen genauer darauf eingehen. Was ist Mut überhaupt? Was braucht es, dass man mutig sein kann? Und darüber reden wir zusammen. Susanna Erne hat so viel Praxis für ganzheitlich systemische Partner-, Paar- und Familienberatung. Sie ist auch Bildungsleiterin beim Schweizerischen Weissen Kreuz. Ja, Susanna Erne, guten Tag auf einmal. Willkommen zurück hier. Danke Live-Net. vielmals. Würdest du sagen, dass du eine mutige Person bist? Ja, ich würde mich als wirklich mutig, freudvoll mutig bezeichnen. Ja. Okay, das ist schön, wenn man das so gerade raus kann sagen von sich selber, das heisst etwas. Aber jetzt wollen wir es natürlich ein bisschen genauer wissen. Was ist denn zum Beispiel etwas Mutiges, was du gemacht hast in deinem Leben? Ja, also mutig ist, ich bin mit 18 daheim ausgezogen. Es ist mir erst heute bewusst, wie mutig das war eigentlich. Später habe ich dann wirklich die Umgebung gewechselt. Also ich bin ganz eine neue Umgebung gegangen, neue Beziehungen aufgebaut, mit 23 geheiratet und dann kurz darauf aber mit 24 alles aufgegeben. Wir haben alles untervermietet, unsere Wohnung. Wir haben ein Theologiestudium angefangen mit dem Ziel, nachher auf Afrika zu gehen, auf Ruanda, ein Hilfsprojekt zu leiten. Und ja, wir haben dann Ende von dem Theologiestudium nicht mehr so die Ruhe darüber gehabt. Und es ist dann wirklich so gewesen, dass Ende Schule der Bürgerkrieg ausgebrochen ist in Ruanda. Wir haben nicht können ausreisen, sind dann zurück in unsere alte Job, haben dann aber eine andere Wohnung gebraucht, weil unsere ja untervermietet war. Ja, Adrian Her Story gegründet mit ein paar Frauen, wo wir es zum Ziel haben, Frauen zu stärken. Also ich bin so eine Pionierin, ich tue gerne Neues aufbauen. Und ja, ich würde sagen, ich bin mutig unterwegs. Wunderbar. Und jetzt nimmt natürlich die Zuschauerinnen und Zuschauer wundern, ja, wie kommt man denn dorthin überhaupt? Wie kann ich auch von mir selber sagen, selbstbewusst so, mal, ich bin eine mutige Person, was heisst, was braucht es für das? Und da müssen wir ein bisschen bei der Definition vielleicht anfangen, dem auf die Spur kommen und zuerst eben die Frage, was bedeutet denn Mut überhaupt für dich? Ja, vorhin haben wir so Gedanken gemacht, an was bedeutet Mut für mich. Habe ich 34 Begriffe gehabt und dann habe ich gedacht, ui, das wird spannend. Mut ist für mich so vieles. Aber was sicher klar ist, ist, Mut ist eine Charaktereigenschaft. Das ist nicht einfach nur das Gefühl. Mut können wir erwerben, Mut können wir trainieren, Mut müssen wir ausprobieren. Mut ist so viel mehr. Mut hat für mich aber auch etwas mit einem grossen Herz zu tun. Weil wir uns berühren lassen von Situationen, von Sachen, wo Not ist zum Beispiel, wo dann Courage braucht, aber auch Mut braucht, zum Beispiel etwas Neues zu entwickeln. Also Mut hat ganz viele verschiedene Komponenten. Also es ist eigentlich eine Charaktereigenschaft, wo uns zum Handeln bringt, aber auch sehr wohl zum Handlungsverweigerung. Zum Beispiel, ich weigere mich, bei einem Gruppenzwang mitmachen, mit Drogenkonsum, ich weigere mich, zum Beispiel zu stellen oder so Sachen. Also es ist sowohl ein Engagement für etwas, aber auch ein Verweigern von etwas. Also beides braucht Mut. Mut ist aber auch verbunden mit einer Moral. Ich will mich einsetzen für mein Gegenüber. Ich will einstehen für gute und richtige Werte. Und das heisst auch immer, ich verzichte auch auf mein Eigenwohl vielleicht. Das ist Engagement. Es ist Mut, Verantwortung zu übernehmen. Mut umfasst so unglaublich vieles. Mut heisst für mich auch, für Gerechtigkeit einzustehen. Etwas, was mir sehr wichtig geworden ist mit der Reife vom Leben auch, ist, Mut braucht es, dass ich unabhängig bin von Menschen. Weil Menschen stoppen mich so, Menschen halten mich zurück, Menschen stellen so vieles in Frage. Ich würde vielleicht auch zu einer Gruppe gehören und wenn ich mich zu jemandem stelle, heisst das, ich verzichte auf Gruppen.
Also Mut hat sehr viel mit Eigenständigkeit zu tun und mit einer gesunden Persönlichkeit. Ich halte es aus, dass ich vielleicht aus der Gruppe ausgeschlossen bin, wenn ich zu einem Mobbing-Opfer stehe. Für mich ist es auch Engagement, zum Beispiel für jemanden für Ungerechtigkeit einzustehen, sagt es in einem Betrieb, wo Menschen bevorzugt werden, wo Menschen hinten anstehen müssen. Das mache ich in jedem Betrieb, wo ich bin. Wie sie darauf hin, auf Ungerechtigkeit und Bevorzugung von Menschen, das ist etwas, das kann ich wie nicht lassen. Das lässt mein Herz nicht zu. Und das braucht schon Mut, also absolut. Aber Mut hat für mich auch mit Scheitern zu tun. Wenn ich nicht bereit bin zum Scheitern, dann fange ich schon gerne nicht an. Ja, das ist spannend, riesig, eine Palette von Sachen. Das könnte einem gerade überfordern, wenn man das so zuerst gehört, oder? Aber man fährt ja irgendwo an, im direkten Umfeld und eignet sich wahrscheinlich vieles wie nah dies nah an, oder? Ist nicht etwas, wo man Anfangsjahr kann sagen, zack, jetzt werde ich mutig, oder? Ja, muss einfach das Schritt für Schritt lernen. Es ist so wie, wenn du etwas wagst vom Badrand kommst, dann wagst du nachher aus 1 Meter, irgendwann aus 2 Meter, irgendwann bist du um 5 Meter, irgendwann bist du am Fallschirm springen. Also es ist wachstümlich und aus Erfolg dürfen wir lernen und es hat sich gelohnt. Genau. Aber was sind denn so grundsätzlich mal Voraussetzungen, die müssen gegeben sein, dass ein Mensch mutig sein kann, dass er mutig agieren kann? Ja, ich glaube, es ist so der Glaube an die Selbstwirksamkeit. Also wirklich, ich kann etwas bewirken. Ich traue mir das zu, es macht Sinn. Also ich habe das Gefühl, ich kann erfolgreich sein und wirklich etwas bewirken. Es ist vorhin schon gerne da. Also Voraussetzungen sind sicher auch Vorbilder. Mutige Vorgesetzte haben Tendenz dazu, mutige Nachfolger, mutige Mitarbeiter zu fördern. Hingegen Förderer oder ältere Geschäftspersonen, die vorangehen, die eher mutlos sind, die werden nicht unbedingt mutige Mitarbeiter haben. Also es ist wirklich auch, ich brauche Vorbilder, die mir vorangehen. Und ich habe mich zum Beispiel ganz bewusst mit mutigen Menschen umgeben, die mich inspirieren, auch mit Menschen, die keine Neid kennen. Und so können wir einander unglaublich ermutigen. Also es braucht wirklich ganz, ganz vieles. Und eben so, dass auch im Kleinen anfangen, ist auch wichtig. Etwas, was ich auch unglaublich wichtig finde, ist, dass ich auch den Aufwand nicht scheue, mit zu investieren, weil es heisst auch Verzicht. Das ist unglaublich viel Verzicht, wo ich investiere, wenn ich sage, ich bin bereit, eine Verantwortung zu übernehmen, eine Ressortleitung, eine Bereichsleitung, einen neuen Job, eine Gruppe zu leiten. Das hat immer auch mit Verzicht zu tun, mit so meine persönlichen Schmerzgrenzen auch mal zu überwinden. Und halt auch zu wagen, in größere Schuhe einzustehen und zu glauben, dass ich darin hineinwachsen kann. Also, wenn ich nicht bereit bin, in größere Schuhe zu stehen, dann kann ich gerne nicht wachsen. Also, Bereitschaft, Willen zu wachsen, ist unglaublich wichtig. Sehr spannend. Ich habe die Silvesterpredigt vom Praise Camp auch noch gehört. Und dort hier haben sie auch darüber geredet, über das eigentlich Mut häufig auch mit der Angst etwas zu tun hat. Also, es gibt nicht Mut ohne Angst. Das hat etwas mit der Angst zu tun. Der Nicolas Legler hat dort hier zitiert, wo das gut kennt, der Reinhold Messner, der ist ja Alpinist und hat gesagt, ohne Angst lebt kein Grenzgänger lange. Also es gibt nicht Mut ohne Angst. So, was kannst du dir zu dem sagen, zu dieser Spannung, die vielleicht auch ein bisschen drin ist? Ja. Also Angst und Furcht sind so Komponenten, es ist so ein Spannungsfeld, auch so Wagemut. Das ist so, wie wenn Kinder etwas Neues wagen wollen oder sie lieben es auf Berg- und Talbahn. Also so immer so an der Grenze von, oh, ist es gefährlich oder nicht. So, das braucht der Mensch. Also die Komponenten Angst und Mut, die gehören ganz, ganz fest zusammen. Und Angst hat die Aufgabe, uns vor Gefahren zu schützen und zu warnen. Und auch die Angst ist vor allem auch da so das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Unversehrtheit, nach Angenommensein, nach dazuzugehören. Und Mut steht dem ein bisschen entgegen und dann gibt es immer so das Abwägen zwischen
Übermut und mutig sein. Und das müssen wir auch dürfen lernen. Also die Komponenten, die braucht es unbedingt. Und darum heisst Mut heisst nicht angstfrei sein. Mut ist Bereitschaft, entgegen von aller Angst zu tun, was man für richtig hält. Und der Mut geht bewusst Risiken ein und wir akzeptieren so ein bisschen die Angst, dass sie da ist, einfach ein Ja hat dazu, ein Annehmen und trotzdem mutige Schritte zu wagen. Ist der Mut etwas, wo man eben sich nachträglich kann aneignen kann, wie wir es vorhin gesagt haben, irgendwie Schritt für Schritt? Oder ist es so etwas, das stark geprägt ist, weißt, wo Menschen schon aufgrund von der Herkunftsfamilie oder so einfach ein gewisses Mass an Mut mitbekommen haben sowieso? Und klar, starten tut niemand auch ganz genau am gleichen Punkt, aber wie hart ist denn hier so die Verteilung von diesen zwei Faktoren sozusagen? Ja. Es hat ja eigentlich alles, was so Grundlagen sind vom Menschsein, ist zuerst immer einmal Prägung. Und Prägung ist so eine Grundlage, auf der wir aufbauen. Und wenn wir jetzt aus älteren Häusern kommen, die lieblos sind, wo Einschüchterung, Wut und Gewalt ist, dann führt das zu Mutlosigkeit unweigerlich. Oder auch das Desinteresse von Eltern am Leben der Kinder, weil sie so mit sich selber beschäftigt sind oder zu mühsam ist, sich um Kinder zu kümmern oder so auch nicht bereit sind, fehlender Verzicht, zum Beispiel von den Eltern, oder fehlende stabile Strukturen. Und da tun wir den Kindern wirklich überhaupt keinen Gefallen. Da tun wir Mutlosigkeit wirklich herzüchten. Und ein Kind, das in so einem Spannungsfeld drin ist, das sucht immer die Entspannung. Und es findet ja in so einem System nicht die Entspannung. Und das ist dann so ein ungestelltes Harmoniebedürfnis, das dann die Kinder oft dazu bringt, dass sie ängstlich sind, dass sie probieren, Sachen zu vermeiden, dass sie abhängig sind, sich abhängig machen von anderen Menschen und auch so depressive Symptomatiken entwickeln. Also Prägung ist unglaublich wichtig, was Mut betrifft für Kinder. Einfach so, dass sicher sein, ich bin angenommen, wie ich bin gut, wie ich bin, das ist so die Grundbasis von Mut, ich traue mir auch etwas zu. Hat aber auch damit zu tun, wo ältere Kinder zu fest verwöhnen, ihnen alles abnehmen, sie durch das bevormunden und sie gerne so in die Aktivität kommen können, sich selber zu engagieren, es ist wie alles schon vorgegeben, es ist alles für mich schon bestimmt. Und das führt schon nicht gerade dazu, dass ich Mut mutig werden. Aber wir können natürlich auch Schritte uns dann wieder aneignen als Erwachsene. Darum gibt es ja auch Trainer, sonst hätten die ja alle einen Job, der nicht bringt, so bewusst Sachen zu verändern, bewusst kleine Schritte zu gehen und Erfolg zu feiern und immer mutiger dürfen werden. Also es ist sicher ein Geschenk, wenn man die Grundlage hat von den Kindern. Die zum Beispiel ein Papa, der war unglaublich mutig, hatte so einen Erfindergeist gehabt, hat viel Maschinen erfunden, war ein Pionier, hat viel Verantwortung getragen, hat es mit Lust und Freude gemacht. Und ich glaube, ich habe von ihm extrem viel einfach übernommen. Ich habe mir das gerne nicht überlegt. Wow, jetzt bin ich mutig, ich einfach gemacht. Und ich glaube, das ist etwas, was ich einfach so wie mitgekriegt habe daheim und ich bin mir das gerne bewusst gewesen. Jetzt so beim Jahreswechsel eben gerade aufs 21. hat man von vielen Predigten gehört, nicht so außerhalb vom Praise Camp, habe ich das Gefühl gehabt, viele haben so ein bisschen auf diese Eigenschaft von Mut hergewiesen. Es ist eine Zeit, wo wir Mut brauchen, was umso mehr darauf abkommt, einmal etwas zu wagen. Ist das auch, was du würdest so als Grundgefühl jetzt im Moment sagen, dass das 21 oder umso mehr in jetzigen unsicheren Zeiten das gefragt ist? Ja, unbedingt. Also Mut ist ja jederzeit gefragt gewesen, aber ich glaube, heute haben wir auch Möglichkeiten, mutig zu sein. Wir haben Ressourcen, wir haben Zeitressourcen, wir haben Finanzen, wir können wirklich unglaublich vieles bewirken. Und ja, es braucht Leute, die aufstehen, aber nicht nur aufstehen, sondern auch bereit sind zu verzichten und sich zu engagieren, herzustehen, sich unbeliebt zu machen, sich in Frage stellen zu lassen und auch unbequeme Wege zu gehen, weil es gibt so viel Not auf dieser Welt und wir können die Augen offen haben, uns engagieren oder wir können auch uns um uns drüllen und unser Leben geniessen. Aber ich glaube, ein mutiges Leben ist leidenschaftlicher und freudvoller. Und was hat der Mut mit Glauben zu tun für dich?
Ich glaube, für mich ist oft Mut oder der Glaube die Basis von meinem Mut, weil ich weiß, mit Gott ist alles möglich. Also das habe ich mitgekriegt als Kind und das ist heute noch, da habe ich so kindlichen Glauben, mit Gott ist alles möglich und da probiere ich weise damit umzugehen und durch das träume ich unglaublich gern und gross. Und darum ist das für mich die Basis, aber auch zu wissen, Gott ist mit mir, er hilft mir, das gibt mir auch Mut, er wird mir auch helfen, wenn ich scheitere, ich bin nicht allein, ich weiß, wer ich bin durch ihn. Das Umfeld kann ich so unter Umständen sagen, du bist nichts, du bist wertvoll, ich habe das gelernt daheim. Aber wenn ich weiss, wie Gott über mich denkt, kann ich das korrigieren und sagen, nein, ich bin unglaublich schön gemacht, ich bin unglaublich kostbar, ich habe Begabungen, egal was mir daheim gesagt worden ist. Und darum ist der Glaube eine Basis für den Mut, den ich jedem Menschen wünsche. Und du hast angesprochen, eben auch im Scheitern ist das wichtig, sich dem bewusst zu sein, dass man ja eine Identität hat und geliebt ist und so weiter. Was sind da für, weißt, konkrete Beispiele, wo du das mal vielleicht hast können in deinem Leben direkt ja, so als Halt erleben, dass wirklich ja, in einem Rückschlag ganz konkret Gott an deiner Seite war und dich wieder zurück auf die Bahn gebracht, sozusagen. Ja, so als Kämpferin war für mich aufzugeben keine Option gewesen. Echt nicht, aufgeben tust du nicht. Also man kämpft weiter. Und ich hatte eine Bereichsleitung, wo ich unglaublich gut gestartet bin, sehr freudvoll, ich ganz viel können bewegen. Es hat unglaublich Spass gemacht und mit der Zeit habe ich gemerkt, ich habe zu wenig Spielraum, ich habe zu wenig grüne Wiese, wo ich kann Sachen bewirken, ich habe mich einfach aufreiben, ich bin unzufrieden geworden, ich bin an allen Ecken und Enden angestoßen als Pionier und visionärer Typ und habe wie gemerkt, hey, nein, aufgeben ist keine Option, ich kämpfe, das muss doch machbar sein, das muss möglich sein, dass man mehr kann bewirken und so. Und dort einfach kräftemässig müssen aufgeben und sagen, ich schaffe es nicht, ich muss aufgeben. Das war für mich keine Option, das war ein unglaublicher Schmerz. Ich habe gewusst, was wichtig wäre und ich habe es nicht geschafft, ich habe es nicht bewirken können. Mir sind einfach die Wege nicht gegeben, das Umfeld war nicht gegeben etc. Und das hat mich so unglaublich traurig gemacht. Und das können anschauen und heute muss ich sagen, Scheitern ist sehr wohl eine Option. Also eine Option mehr von Konsequenzen zu ziehen, Weise zu ziehen, auch dürfen weiterzuziehen und sagen, ich kann nicht mehr bewirken, es ist die Zeit vorbei, es gibt etwas Neues. Und dann Gottes Treue erleben, dass man noch viel mehr anvertraut hat und ich heute so viel grüne Wiese darf haben, die ich gestalten kann. Das zeigt mir, Gott ist treu und heute ist für mich Scheitern absolut dran, auch weiterzuziehen, wenn ich nicht mehr kann bewirken. Es war für mich eine Lebensschule gewesen, aber unglaublich schmerzvoll, in ein Jahr lang extrem gelitten. Also möchte nicht zurück und gleich bin ich unglaublich froh, es hat mich auch unabhängig gemacht von Menschen. Das war eine Lehre, die ich nicht missen möchte. Ich bin heute total frei. Und jetzt gibst du mir gerade das Stichwort, Susanna, für den zweiten Teil, weil wir haben ja gesagt, wir wollen darüber reden, über mutig und frei in das neue Jahr reinzustarten. Also frei ist auch drin. Und die grüne Wiese, das ist auch schon so ein schönes Bild, das ein bisschen ausdeutscht, oder? Was das kann heissen kann, wo man ein Bild bekommt. Und die Frage an dich, Afein, ist, was bedeutet denn Freiheit für dich? Ja. Freiheit bedeutet für mich Selbstbestimmung. Ich kann selber bestimmen. Ich bin nicht versklavt, also ich bin nicht so etwas gezwungen. Eben auch, wie ich schon eben erwähnt habe, nicht abhängig von Menschen. Ich bin nicht abhängig von der Meinung von Menschen. Ich bin nicht abhängig von Sucht. Also ist ein grosses Thema, das mich sehr beschäftigt, die ganze Suchtproblematik. Ich bin nicht unfreiwillig an etwas gebunden. Das heisst, ich bin freiwillig in Ehe reingegangen, habe mich freiwillig gebunden, aber nicht aus meinem Müssen raus. Das ist ja der Unterschied. Ich kann mich sehr wohl in Bindungen begeben, aber ganz bewusst. Aber nicht unfreiwillig. Und ich darf frei wählen, selber entscheiden. Und was mir aber wichtig ist, ist gerade heute, wo wir so viele Möglichkeiten haben, uns frei zu entscheiden, ist, Freiheit kann nicht verantwortungslos gelebt werden. Also meine Freiheit muss immer abgestimmt sein mit meinem Gegenüber. Also ich muss mein Gegenüber im Blick behalten. Ich darf nicht Verantwortung dem anderen gegenüber verlassen, indem ich selbstbestimmt lebe.
Und ich glaube, da können wir noch einen Zacken zulegen. Egoismus ist heute halt schon sehr gefragt. Und es entspricht nicht unbedingt gleich der Freiheit, die ich verstehe, wo ich sehr dafür einstehe. Und wie hast du zu dieser Freiheit gefunden, die du jetzt heute erlebst? Also was hat dir auf dem Weg geholfen? Ich glaube, das Lernen, das bei den Gebundenheiten war, zum Beispiel haben wir als junge Frau extrem abhängig gemacht von meinem heutigen Mann. Ich habe mein Leben total auf ihn fokussiert. Was macht er? Was ist ihm wichtig? Ich war gerne nicht mehr ich gewesen. Heute, wenn ich zurückschaue, denke ich, ah ja, das ist ja voll tragisch. Durch das bin ich auch sehr eifersüchtig gewesen. Ich hatte unglaublich Angst, keinen zu verlieren. Ich komme aus einer Scheidungsfamilie. Ich hatte Angst, keinen zu verlieren und habe mich fast selber aufgegeben. Und durch das habe ich mich nicht weitergebracht. Und ich bin so dankbar, nach einem längeren Auslandaufenthalt von Stefan, von meinem heutigen Mann, ist mir das bewusst geworden, ich bin total heil geworden. Total frei geworden von dieser Abhängigkeit ihm gegenüber. Ich konnte selber sagen, was mir wichtig ist und wieder mich einfach entwickeln und einstoffen, dass das mir lieb und wichtig ist. Und da bin ich schon in eine Abhängigkeit hineingegangen, wo ich froh bin, dass ich heute frei bin. Oder ich habe auch gelernt daheim, man schaut, was die Nachbarn denken, man muss Rücksicht nehmen. Und gerade durch das, was ich vorher erzählt habe, durch den Bruch, den ich aufgehängt im Job, habe ich gelernt, unabhängig zu sein von Menschen. Und das hat ganz große Freiheit für mich bedeutet. Und das ist Gott für mich schon auch eine Basis von Freiheit, wo ich weiss, ich darf frei sein, muss nicht gebunden sein an irgendwelche Sachen, weil er mir sagt, wer ich bin. Und das ist unglaublich kostbar. Vielleicht, wenn ich dort noch ganz kurz nachhaken kann, weißt, unabhängig von Menschen ist ja so, wenn du das so sagst, dann frage ich mich gleich, es ist ja auch so, dass Eisen schleift, also Menschen ja gleich einen wichtigen Part haben. Also die Frage ist vielleicht dort hier drinnen auch, welche Menschen oder die richtigen Menschen oder wer ist es denn noch? So in die Richtung schon, oder? Ja, unbedingt. Also wir brauchen die Schleifsteine am Gegenüber werden zum Ich oder sagt man in der Psychologie. Das ist extrem wichtig und ich habe sehr, sehr gute Freunde, die nah an mir sind und nah an mir dürfen sein. Ich meine mehr so abhängig von der Meinung von anderen, nicht unabhängig von Menschen. Ich lebe sehr fest eingebunden in Beziehungen. Aber einfach, ich will nicht so sein wie ein Blatt im Wind, wenn die das so sagen, sage ich so und da bin ich so, sondern ich bin, wer ich bin und ich habe immer die gleiche Meinung, auch wenn es unangenehm ist. Das meine ich mit frei sein von der Meinung von Menschen. Ja. Alles klar. Super, jetzt wenn wir so ein bisschen Ausblick noch machen auf das Jahr, das da vor uns liegt. Was wünschst du dir persönlich zum Thema mutig und frei ins neue Jahr gehen? Ich wünsche mir so fest, dass wir einander gegenseitig ermutigen dürfen, dass wir Erfolg feiern miteinander, dass wir uns dürfen eben Erfolg voneinander freuen. Gerade bei den christlichen Geschäftsleuten ist es so wichtig, Erfolg dürfen zu feiern, miteinander zusammen, einander zu ermutigen, auch mutige und verrückte Sachen zu wagen. Und ich wünsche mir auch, dass wir den Mut aufstehen für Sachen, die nicht gut sind, dass wir wirklich Sachen ansprechen, dass wir mutig uns halt voranstellen, aber dass wir auch den Mut haben, uns auf der Bühne zu zeigen und uns verletzlich zu machen, über Sachen zu reden, die schwierig sind, wo wir gescheitert sind, was wir nicht gut gemacht haben, dass andere ermutigt sind, sie dürfen scheitern und Neues wagen, aber dass wir auch aufstehen gegen Ungerechtigkeit, dass wir aufstehen und wirklich da sind auch für Menschen, die in der Not sind, dass wir bereit sind, mit ihnen ein Stück Weg zu gehen, wenn es uns alles kostet. Also ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten, mutig zu sein. Ich sage das schon nur für unsere Nachbarn, die posten in der Corona-Zeit. Es braucht vielleicht nicht einmal Mut, sondern mehr den Mut, auf sie zuzugehen und sie zu fragen. Darf ich euch das anbieten? Aber es gibt so viel zu tun. Es braucht wirklich Menschen, die mutig sind. Wir haben noch so viel Arbeit. Wenn ich aber an Mut denke, dann kommt bei mir sofort der Gedanke an so Geschichten, Legenden fast oder Filme wie Braveheart, weißt du? Also das ist das, was beim Mann abgeht, oder? Mutig und Freiheit, das ist so ein bisschen das. Und heute in unserem Kontext der Gesellschaft im 21. Jahrhundert ist es ein bisschen anders, oder? Auch als Mann gehst du nicht mit dem Schwert um und hoch zu Ross irgendwie raus. Und ich glaube, das ja, hast du gut beschrieben, was das heute auch ein bisschen heissen kann. Hast du das Gefühl, dass, weißt, jetzt in unserer Gesellschaft das eher eine Charaktereigenschaft ist, die
ja, nicht vom Aussterben bedroht ist, aber was ja, zu wenig vorhanden ist oder was einfach das noch mehr braucht. Ich glaube schon, ja. Eben wie du gesagt hast, früher haben Männer müssen Hasen jagen oder weiß auch nicht was und harte Jobs übernehmen. Heute sind wir ein bisschen in einem anderen Setting. Aber es ist für mich auch Mut, wenn ein Mann ja sagt, zu einer Frau, zu einer Familie die Verantwortung zu übernehmen, dass ein Mann ja sagt, Verantwortung zu übernehmen in einem Job. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten, sehr mutige Schritte zu gehen. Und ich finde, wir sind grossartige Männer, absolut. Aber ja, so die Basis, wo man früher mehr hat, müssen mutig sein, allein zu sein, allein schwierige Wege zu gehen, das wird uns heute schon viel von der Gesellschaft abgenommen. Wir sind in einem anderen Umfeld, wir sind in einem sichereren Umfeld, wo wir aufwachsen, teils. Und der Egoismus ist schon unglaublich gross. Also ich meine, das Angebot von uns, können zu beschäftigen und zu geniessen, das ist so riesig. Warum soll ich denn mutig sein und warum soll ich so eine schwierige Aufgabe übernehmen, eine Familie zu begleiten, die in der Not ist? Warum soll ich jetzt die 5 Kinder von meiner Freundin, die in der Training ist, regelmäßig hüten, wenn ich können Wellness? Also ja, es hat viel mit Werten zu tun, aber die Basis ist sicher eine andere heute. Ja, früher sind wir eher mutiger erzogen worden, weil wir halt auch allein gewesen sind, allein gelaufen der Eltern. Wir mussten selber mehr Entscheidungen bewirken. Aber darum lernen wir das. Ja, und Krisenlernen ist ja dort hier drin auch vieles, oder? Ja. Das ist eine spannende Frage. Wie resilient sind wir denn als Gesellschaft? Das ist spannend zu beobachten. Ich habe einmal gerade den Hoffnungsbarometer angeschaut für das neue Jahr. Der ist jetzt rausgekommen. Und dort ist noch erstaunlich, dass doch eigentlich sie herausgefunden haben, dass man noch recht ja, resilient ist, dass ein rechter Teil der Gesellschaft gemerkt hat, mal, jetzt helfe ich wieder dem anderen und das gibt mir auch wieder einen Wert und eine Bestätigung irgendwo drin. Also sind nicht alle tief unglücklich jetzt, auch in dieser Krise drin. Das ist noch interessant zu sehen. Kann man nachlesen auf Live, nicht übrigens so den Bericht zu dem Hoffnungsbarometer, wo man so geschwind am Rand bemerkt. Aber jetzt möchte ich dich noch fragen, so zu dem neuen Jahr ist ja immer auch eine Zeit, wo man so ein bisschen Wünsche anbringen kann, was man sich hofft, für, auch jetzt gerade in dem Umfeld, wo du als Beraterin tätig bist, Susanna Erne, was wünschst du dir für die einzelnen Leute in dieser Schweiz, was hoffst du dir? Dass sie packen in diesem 21. Ich wünsche mir ganz fest, dass wir so das Gegenüber wieder mehr im Blick haben, ein bisschen weg vom Egoismus, mehr zum Gegenüber Verantwortung zu übernehmen, einzustehen, dass wir auch innerhalb von der Familien aufeinander freisetzen. Das ist mir auch wichtig, gerade auch in der Paarbeziehung. Mutig und frei heisst für mich, ich setze auch meinen Mann frei, dass er keine mutigen Schritte geht. Ich setze ihn frei für einen verantwortungsvollen Job. Ich setze ihn frei für ein neues Projekt. Weil das heisst ja immer, er hat weniger Zeitressourcen für mich und für unsere Familie. Und zugleich heisst für mich aber auch freisetzen, meine Kinder, ich traue sie ihnen zu, Neues zu bewirken. Ich traue sie ihnen zu und ich setze sie auch frei. Ich übernehme vielleicht etwas daheim, dass sie können das Projekt starten etc. Ich glaube, das ist so eine Lebensphilosophie, wo wir daheim leben können, die grosse Auswirkungen wird haben, wenn Kinder das daheim dürfen erleben, dass man einander freisetzt für Projekte, für mutig zu sein, wenn wir auch als ganze Familie mutig sind und zum Beispiel an der Weihnachten Leute einladen, die allein sind. Wenn wir als Familie ein mutiges Projekt starten, sagt das finanziell auch, dass wir Gotteschaft übernehmen für die Kinder, Götti werden, die es nicht so gut haben wie wir. Alle die Sachen, die Projekte starten, sind extrem grosse Auswirkungen auch für eine Familie, weil sie dürfen lernen, mutig sein ist auch schön und es gibt einem auch viel. Wunderbar. Susanna, danke vielmals für das spannende Gespräch da zum Jahresanfang. Es macht einem wirklich Mut, zum mutiger werden, kann man nicht anders sagen. Und wir fahren auch noch ein bisschen so weiter in den nächsten Tagen und Wochen auf LiveNet. Wir werden noch weitere Gäste haben, wo wir jetzt heute vielleicht ein bisschen einen Boden gelegt haben für die weiteren Talks, die werden kommen. Wir werden bereits am Donnerstag den David Kadel und der David Toni in einem Talk haben. Die beiden David, mit denen wird sicher sehr interessantes Gespräch. Der David Toni ist ja der Gründer vom Modelabel Love Your Neighbor.
und einer, der wirklich immer wieder rausgeht und zu den Menschen, die irgendwo am Rand stehen. Und der David Kadel, der ist ein sehr spannender, ist so ein Mentalcoach und tut auch viele so Fußballer begleiten. Er kennt auch den Jürgen Klopp, den Trainer des Jahres von Liverpool, sehr gut. Er hat Fußballerbibeln geschrieben und einfach zwei Männer, die ich glaube, die ich sehr inspirieren können, in dem, wie können wir mutig Schritte gehen in diesem neuen Jahr. Jetzt für heute danke noch einmal viel mal Susanna Erne für das Gespräch und wir sehen uns bei anderen Gelegenheit ganz sicher wieder in einem Live-Talk, hoffentlich dann wieder in Bern, wenn es möglich ist, gleich. Und ich wünsche dir alles Gute, Gottes Segen in diesem neuen Jahr. Danke vielmals, wünsche dir auch. Merci.